Shalom Aleichem. Wir lernen in dem Buch Pele Yoetz von Rabbi Eliezer Papo. Heute ein Thema, Zivug. Zivug bedeutet Heiratsvermittlung und Eheschließen und Geschlechtsverkehr und Eheverkehr verbunden zu sein. Darum geht es in diesem Kapitel. Das ist eine Mitzwe von dem Vater für seinen Sohn. Über 18 Jahre soll er ihm schon helfen zu finden nach Freude. Bis 20 Jahre wartet Gott geduldig für die Männer, wann sollen sie heiraten. Über 20 Jahre haben sie noch nicht geheiratet, dann haben sie sehr viele unstabile Gedanken. Und schade für den Papa, der grausam für seine Kinder, die heiraten nicht früh. Und wenn er ist arm und er hat nicht Geld zu Paranosse für Frauen und Kinder, dann soll er heiraten eine Arme. Also steht nirgendwo geschrieben, dass er muss heiraten eine Reiche. Aber er muss heiraten. Und auch wenn sie bringt gar nichts. Und soll er beten bei Hashem, dass weil er will machen die Mitzwe von vermehr euch und sei fruchtbar. Hashem wird ihm bringen Segen. Und auch wenn die Frau ist vielleicht schwarz oder hässlich oder nicht sein Geschmack, nicht so schlimm. Lüge die Schönheit. Die Mitzwa von Hashem ist besser, die Kinder werden sein sehr schön. Die Hauptsache heiraten. Und wenn er findet nicht in seiner Stadt, soll er gehen zu einer anderen Stadt. Und wenn er findet nicht in seiner Stadt, soll er gehen zu einem anderen Land. Und soll er sich nicht schämen zu bitten, hast du eine Frau für mich? Hast du eine Frau für mich? Fragen, überall, zu suchen. Ja, die Frau ist nicht gekommen. Nein, sie wird nicht kommen. Musst du suchen. Also, wenn man sucht, findet. Und auch die Tochter. Wenn deine Tochter ist erwachsen, gib sie zu einem Mann. Aber such einen Mann, der in Ordnung ist. Der sie nicht quält. Und auch wenn der Mann ist arm und bescheiden, ist besser als reicher und grausamer. Und sehr oft reiche Männer können auch grausam sein, weil sie denken, das ist alles käuflich. Und deshalb ist es besser ein angenehmer, ein bescheidener und ein großzügiger und ein gutherziger und ein Toragelehrter. Und wenn jemand heiratet eine Frau, soll er prüfen die Brüder, weil die Brüder sind sehr, sehr ähnlich. Und wenn einer heiratet, soll er Kavod und Ehre geben seine Frau und lieben wie seine Körper und ehren mehr an seine Körper und haben zu Hause Shalom Bayit. Und wenn einer gibt seine Tochter zu einem reichen Mann, der Amma Aretz, der nicht gelernt, soll er wissen, diese Reichtum kann auch bitter sein und er wird sie rauben. Und deshalb, ein Mensch soll nicht suchen für seine Kinder Reichtum, soll er suchen Weisen, Gutherziges, Gottfürchtiger. Es ist besser, wenig Geld und Ruhe zu Hause, als Reichtum und Streiten. Und wenn einer ist niedrig als dem anderen, ist auch nicht so schlimm, der kann beugen. Also sagen wir, der Mann soll man beugen. Die Hauptsache soll sie gut Zivug haben. Es ist klar, die Wahrheit, von Hashem kommt eine Frau zu einem Mann, 40 Tage vor dem Geburt kommt eine Stimme, diese Tochter mit diesem Mann heiraten. Soll kommen aber auf einen guten Weg. Soll kommen in seine Bitte. Und soll er kommen alles, wie er will. Und wenn er hat versprochen zu geben mit Gift und er hat nicht, oder hat man ihm versprochen und sie haben nicht, soll er nicht deswegen dem Schiduch, dem Zivug, der Vermittlung von Heiraten brechen. Soll er vertrauen an Hashem, dass Hashem gibt alles. Und er wird gerettet sein. Und es ist besser so. Und soll er beten, soll er sein fleißig und Hashem wird ihm geben Geld. Und es ist besser eine gute Frau als Versprechen von dem Schwiegervater. Nein, wenn der Schwiegervater bezahlt nicht, dann will ich nicht die Frau. Sei gesund. Was willst du, Geld oder eine gute Frau? Eine gute Frau ist das Wichtigste, das bleibt. Und deshalb, es ist immer gut zu beten für die Kinder, wenn die sind noch jung.
Und auch die Sache von der E-Verkehr, ich habe das schon ein paar Mal geschrieben, soll ein Mensch vorsichtig sein, das zu machen von Schabbat zu Schabbat. Und wenn er das macht, soll er das machen mit Bescheidenheit. Und soll er das nicht machen wild, weil da kriegt er dumme Kinder. Und soll er achten, was er macht. Soll er das machen mit Heiligkeit. Mit Wissen, ich mache eine Mitzwe von Hashem, um Kinder zu bringen. Und soll er das sagen mit dem Mund. Und soll er hören seine Frau und soll er sagen, Avarachaman, Gott Barmherzigkeit, gib mir heilige Samen, heilige Kinder, Kinder, die ähnlich zu Avraham, Yitzchak und Jakob, Sarah, Rivka, Rachel und Lea. Und soll er machen die Mitzwa. Und soll er die Hände waschen vor dem E-Verkehr. Und soll er beten. Und soll er lieben seine Frau. Und soll er beibringen, seine Frau soll sie ihm machen vor dem E-Verkehr. Die Merkmale, die Jakob hat gesagt, Rachel, soll sie ihm halten, die Daumen in den rechten Fuß, die Daumen in den rechten Fuß und die Lippchen auf der rechten. Also, das nennt man heute Vorspiel. Also vom Fuß, Hand und Ohrenlippchen. Also, ich will nicht jetzt in dieses Schuh alle Regeln jetzt Pelle Yoetz Kamasutra vorschlagen, aber weißt du, was ich meine? Nur das, was er schreibt in edle Weg. Und dann soll er das machen mit Bescheidenheit und danach sollen sie noch einmal Hände waschen und so bekommen sie gute Kinder. Und soll er haben gute Gedanken und soll er sie lieben und sie ihm lieben. Nicht so wie die Dumme denken mit Kleider oder so, sondern wirklich so wie es steht geschrieben in die Tora. Darum verlässt der Mann seine Frau, seinen Vater und seine Mutter und er hängt an seine Weibe und sie werden zu einem Fleisch. Das Allerwichtigste ist, dass vor dem, dass der Mann und die Frau miteinander ins Bett lieben, sie sollen sich checken, sehr, sehr stark, dass sie nichts brauchen zum Toilett. Nicht groß und nicht klein. Weil wenn sie haben das nicht gecheckt, das bringt eine Ursache, dass die Kinder später in Bett pischen, bislang. Ich bin sprachlos von dem, was er schreibt, aber das ist sehr interessant. Also, der Pelle Yoetz sagt, der Grund, warum Kinder lang machen im Bett nass, das ist, weil die Eltern haben nicht geachtet, das nicht zu machen, wenn sie zum Toilette brauchen. Also, die Eltern müssen sich richtig kontrollieren. Und dann sollen sie auch nicht mit vollem Bauch es machen, weil da kommen die Kinder zu werden faul. Also heute hast du ein Kapitel gesucht, du. Also neue Sachen. Also warum die Kinder sind dumm und faul? Weil die Älteren waren dumm und faul und haben zu viel gegessen und nicht bewegt. Also soll man das machen, wenn ist man halb gegessen. Weißt du, was ich meine? Nicht. Manchmal isst man so ein Abendessen, du bist überverstopft. Oder soll man warten, ein paar Stunden, bis es verdauert. Und deshalb, wenn er will, heilige Kinder, soll er suchen eine Frau, die ihm passt. Und soll er viel, viel prüfen, 7 Prüfungen über den Mann oder über die Frau. Und soll er nicht heiraten eine Frau wegen Geld, wegen einem Ruf, wegen Schönheit, sondern nur um gute, gesunde Kinder in die Welt zu bringen. Und soll er als allererste Frau nicht nehmen eine Witwe. Und Geschiedene ist besser als Witwe bei dem ersten Ehe. Weil die Witwe ist noch traurig von dem Schmerz von dem ersten Mann. Sie hat Schwierigkeiten. Sie ist nicht jetzt freiwillig entschieden mit jemandem. Es ist ein Ergebnis. Aber wenn es kann, aber er sagt, spielt keine Rolle, ob es eine Jungfrau, Geschiedene oder Witwe. Das Wichtigste ist, dass, wenn er hat noch keine Kinder, dass er mit ihr Kinder zu der Welt bringt. Das ist das Allerwichtigste. Und auch später, wenn es geht nicht um Kinder, soll er auch nicht
alleine wohnen und sie auch nicht. Am liebsten ist mit jemand zu heiraten. Er sagt von Zohar, dass wenn eine heiratet eine Witwe, das ist wie zu schwimmen auf einem großen Meer, weil sie hat große Erinnerung auf ihren ersten Mann. Und die Geschiedene will ihren ersten Mann meistens vergessen. Und sie will Liebe haben zu der Neuen. Und die Jungfrau hat noch keine Erfahrung. Aber wenn es geht um Kinder, spielt keine Rolle für die drei. Schkoyach.